Tagesordnungspunkt 3a und 3b. Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Forschung zu Long-Covid, MECFS und Post-VAC-Syndrom in Deutschland stärken, sowie Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel MECFS-Betroffenen sowie deren Angehörigen helfen für eine bessere Gesundheits- sowie Therapieversorgung, Aufklärung und Anerkennung. Für die Aussprache ist eine Dauer von 26 Minuten vereinbart. Wenn Sie die Gänge leeren, bitte, und alle halbwegs sitzen, dann eröffne ich die Aussprache, und das Wort erhält Dr. Stefan Seiter für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wir reden heute Abend zu später Stunde, und ich bin überzeugt, viele von uns hätten es besser gefunden, die Debatte hätte früher und mit mehr Zeit stattfinden können, aber es ist eben jetzt in der Tagesordnung so der Fall. Wir reden über ein Thema, das wichtig ist. Wir reden über zwei Anträge, die einerseits die Forschung, andererseits das Thema Gesundheitsversorgung und auch Gesundheitsforschung betreffen, die von der Union eingebracht worden sind. Wir haben in den Ausschüssen über diese beiden Anträge intensiv diskutiert, und es hat sich gezeigt, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt in der Einschätzung der Situation, in der Einschätzung möglicher Maßnahmen. Aber es hat sich auch gezeigt, dass manches von dem, was in den Anträgen beantragt wurde, schon auf dem Weg ist. Das Ministerium spricht mit Experten, es entwickelt Programme, es bereitet sich vor, dass wir jetzt in den Haushaltsverhandlungen diesen Punkt, die Forschung als auch die Versorgungsforschung, weiter vorantreiben können. Und ich bin sicher, dass alle, denen dieses Thema wichtig ist und in den Haushaltsverhandlungen betroffen sind und involviert sind, sich dafür einsetzen werden, auch wenn die Anträge jetzt von uns abgelehnt werden, dass wir dort die Forschung verstetigen können, dass wir eine Vernetzung bekommen der Maßnahmen, dass neue Programme entwickelt werden und dass wir denjenigen, die betroffen sind, helfen können. Und es ist ein langer Weg, den es da zu gehen gilt. Und deswegen sollten wir diesen Weg gemeinsam gehen und entsprechend Programme entwickeln und auch finanzielle Mittel dafür vorsehen. Ich freue mich auf die Haushaltsverhandlungen und hoffe auf Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Nächster Redner ist Stefan Albani für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, wir stehen heute hier und machen die Schlussberatung unseres Antrages zur Bekämpfung der Auswirkungen von Long-Covid, MECFS und Post-VAC-Syndrom. Bisher haben Sie gegen jeden dieser Anträge gestimmt. Wir als konstruktive Opposition fordern Sie von SPD, Grünen und FDP nun auf, stimmen Sie unserem Antrag doch besser zu. Springen Sie doch endlich einmal über Ihren Schatten. Sie wissen es, die Betroffenen erwarten das von uns. Sie erwarten eine breite Mehrheit. Jeden Tag erreichen uns Berichte von Betroffenen und ihren Angehörigen, die uns ihre persönlichen, oft tragischen Geschichten mitteilen. Sie berichten von ihrem täglichen Kampf, von ihrem Leid, von der Verzweiflung, die sie empfinden, wenn sie nach einer richtigen Diagnose keine wirksamen Behandlungsmethoden finden. Es sind Geschichten von Menschen, die sich in einer endlosen Spirale der Hilflosigkeit gefangen sehen, die durch unsere Gesellschaft schneidet und unermessliches Leid und Verzweiflung verbreitet. Und anders als mein Kollege zuvor gesagt hat, es ist halt leider noch nicht viel auf dem Weg. Wir müssen daran noch arbeiten. Ich habe mir heute einmal angeschaut im Detail, die Lebenswissenschaften in dem jetzigen Haushaltsentwurf werden um 8%, also um 50 Millionen gekürzt. Und dieses im Bereich gerade der Projektforschung. Und genau da würde so etwas ansetzen, was wir hier sprechen. Das darf nicht sein. Wir, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, haben zwei Anträge eingereicht, mit denen wir maßgeblich zur Verbesserung der jetzigen Situation von Betroffenen und ihren Angehörigen beitragen wollen. Wir fordern insbesondere erstens eine erhebliche Ausweitung der Forschung zu Long-Covid, MECFS und Post-VAC-Syndrom, also kurzum den sogenannten postviralen Erkrankungen.
Eine langfristige und breit angelegte Forschungsstrategie gegen Long-Covid unter gemeinsamer Federführung des BMBF und BMG nach dem Vorbild der nationalen Dekade gegen Krebs. Drittens. Die Einbeziehung von Aspekten der Forschung von Post-Wach-Syndrom und zu MECFS in diese Anstrengung, um vorhandene Synergieeffekte nutzen zu können. Viertens. Den Aufbau von Kompetenzzentren und interdisziplinären Ambulanzen sowie den Zugang zu den Gesundheits- und Sozialleistungen für die Betroffenen zu ermöglichen. Und schließlich fünftens die Förderung von Rehabilitationsmaßnahmen für die Angehörigen, und die Betroffenen. In unseren zahlreichen Fachgesprächen mit Fachpolitikern und Wissenschaftlern haben wir diese Forderungen bestätigt bekommen. Die Teilnahme von insgesamt 400 Betroffenen am digitalen Fachgespräch im März zeigt noch einmal, wie groß letzten Endes die Not an dieser Stelle ist und die Hoffnung, die auf uns allen hier ruht. Wir benötigen dringend eine verbesserte Versorgungsstruktur, und wir müssen dafür sorgen, dass die Betroffenen die Anerkennung erfahren, die sie benötigen. Und ich bedanke insbesondere, nachdem ich eben kritisiert hatte, Professor Seiter, lieber Stefan, dass du dich bemüht hast, einen gemeinsamen Antrag auf den Weg zu bringen, fanden wir sehr gut. Wir fanden es schade und wir waren beide sehr traurig, als das leider mit den Kollegen der Ampel nicht funktioniert hat. Wir müssen weiterkämpfen an dieser Stelle, um am Ende für die Betroffenen das Notwendige zu erreichen. Herzlichen Dank. Das Wort erhält Rupert Stüwe für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, wer unter MECFS leidet, leidet unter starker Erschöpfung, unter Schmerzen und Schlaf- oder Konzentrationsstörungen. Schon leichte körperliche Anstrengungen oder geistige Aktivitäten verschlimmern die Situation für die Betroffenen für Tage oder Wochen. Wer unter MECFS leidet, ist oft aus dem Leben gerissen, kann nicht arbeiten und sich nicht um die Familie kümmern. Wer an MECFS leidet, leidet an einer Krankheit, die bereits seit 1969 als neurologische Erkrankung klassifiziert wurde, die aber immer noch viel zu selten und oft viel zu spät diagnostiziert wird. Deshalb ist es gut, dass wir über MECFS reden, dass wir dieser Krankheit Aufmerksamkeit schenken und sie bekannt machen. MECFS-Betroffene haben immensen Zuwachs bekommen. Die Corona-Pandemie hat über 1 Million Menschen postvirale Entzündungen und Fatigue beschert. Die Impfung hat viele Menschen vor den Folgen einer Infektion mit dem Virus geschützt, aber sie hat in wenigen Fällen auch zu solchen Symptomen geführt, wie sie bei Post-Covid in den schlimmsten Ausprägungen zu finden sind. Wir müssen daher mehr in die Forschung zu MECFS und Post-Covid investieren. Ja, wir machen das. Die Koalition hat da umgesteuert. Nach langen Jahren, wo wir diese Krankheiten strukturell unterforscht haben, haben wir deutlich umgesteuert. Mit 30 Millionen Euro setzen wir uns im EU-Rahmenprogramm für internationale Forschung ein. Das BMBF fördert mit insgesamt 22,5 Millionen Euro Forschung und Entwicklung zu den beiden Krankheiten. Ich will da mal die Etablierung der nationalen klinischen Studiengruppe hervorheben. Sie forscht in einem Bereich der Medikamententwicklung, der von privaten Unternehmen vernachlässigt wird, weil die Aussichten auf Erfolg diesen Unternehmen zu unsicher sind. Diesen Zustand müssen wir ändern. Und davon steht zum Beispiel gar nichts in Ihrem Antrag, wie wir das mit den Pharmaunternehmen zusammen machen können, dass wir da endlich gemeinsam forschen können und die auch da in Fahrt aufnehmen, was Forschung angeht. Medizinstudien kosten nicht nur Geld, sie brauchen auch Zeit und Geduld. Und ob Studien zum Erfolg führen, können wir in der Politik nicht entscheiden, aber wir können die Bedingungen verbessern. Das haben wir gemacht in den letzten Haushaltsverhandlungen. Wir haben damit einen Prozess angestoßen, und wir werden diesen Prozess fortsetzen. Und deshalb kann ich Ihre Anträge auch ablehnen. Denn Sie haben in dem Antrag zur Forschung nur drei Forderungen. Die erste ist mehr Geld. Sie sagen allerdings nicht, wie viel, und Sie sagen auch nicht, woher. Und so leicht kann ich es mir leider nicht machen als Politiker einer Regierungskoalition. Ich muss diese zwei Fragen beantworten. Sie können das einfach fordern, ohne eine konkrete Summe zu nennen und auch ohne dessen, wie Sie es im Haushalt abbilden können. Zweitens fordern Sie, was Sie immer fordern. Sie fordern eine Strategie. Und das Wichtigste ist in dieser Strategie, dass Sie tatsächlich die wissenschaftlichen Erkenntnisse nah an die Patientinnen und an die Patienten bringen. Genau das machen wir in der nationalen Studiengruppe. Gehen Sie doch mal in die Charité und schauen Sie das an. Und das Dritte ist,
Und das Dritte ist, PostVac mit einzubeziehen. Das war es dann auch in Ihrem Antrag. Und es tut mir leid, das reicht mir einfach nicht, um zustimmen zu können. Wie man das übrigens gemeinsam macht, dass wir gemeinsam was entscheiden können, hat Martina Stamm-Fiebig als Vorsitzende des Petitionsausschusses gezeigt. Da haben wir gerade mit dem höchsten Votum insgesamt eine entsprechende Petition unterstützt. Und genau in diesem Sinne sollten wir auch gemeinsam an dem Thema zusammenarbeiten. Denn es gibt viele in diesem Haus, die gemeinsam zum Thema ME/CFS und Long-Covid arbeiten wollen. Vielen Dank. Als nächstes erhält das Wort Dr. Christina Baum für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Viele Jahre hat man die Betroffenen der ME/CFS-Erkrankung mit ihren Folgen, die bis zur vollständigen Pflegebedürftigkeit führen können, alleingelassen. Es bedurfte erst einer zahlenmäßigen Explosion der Krankheitsfälle durch eine Coronavirus-Infektion und der Corona-Impfung, um die Wichtigkeit einer medizinischen Behandlung und Forschung des chronischen Fatigue-Syndroms zu erkennen. Wichtig ist aber auch die Anerkennung der Erkrankung, um den Betroffenen finanzielle Hilfe zu gewähren und Existenzängste zu nehmen, die zu dem schweren Leiden hinzukommen, da viele nicht mehr in der Lage sind, selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Zu betonen ist nochmal, dass das chronische Erschöpfungssyndrom eine der vielen schweren Nebenwirkungen der Corona-Impfung darstellt. Diese Tatsache kann inzwischen sogar von den Systemmedien nicht mehr geleugnet werden. Viele, auch junge und gesunde Menschen, haben es bitter bereut, dass sie der Regierung vertraut und sich von den Repressalien und der massiven Werbekampagne zur Spritze haben nötigen lassen. Junge Menschen, die nie wieder ihren Beruf oder ihrem Hobby nachgehen können, aufgrund einer Injektion, für die man eine Notfallzulassung erfunden hat, weil sie unter normalen Umständen nie hätte zugelassen werden dürfen. Es ist bezeichnend für den Zustand dieses Landes, dass überhaupt erst jetzt aufgrund des großen gesellschaftlichen Druckes darüber debattiert wird, wie man den Schwerkranken helfen kann. Konkrete Schritte wurden vom Gesundheitsministerium jedoch bis heute nicht unternommen. Wir werden auch nicht vergessen, dass es die CDU unter Merkel und Spahn war, die die Grundlage für die Corona-Zwangsmaßnahmen einschließlich der sogenannten Impfung gelegt hat. Die Ampel mit Zustimmung aller Altparteien hat die Impfagenda dann auf die Spitze getrieben. Deshalb sind Sie alle, von ganz links bis zur linksgrünen CDU, für diese schweren Impfschäden mitverantwortlich. Und Sie können nicht behaupten, Sie hätten es nicht gewusst. Wir haben Sie von Beginn an auf die Gefahren aufmerksam gemacht. Doch Sie haben sie nicht nur weggewischt, wir wurden für berechtigte Warnungen auch noch beschimpft und beleidigt. Die Wähler erkennen aber immer deutlicher die Wahrheit, und sie werden ihre Quittung für ihr Handeln bei den nächsten Wahlen erhalten. Vielen Dank. Als nächstes erhält das Wort Linda Heidmann für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und liebe Zuhörerinnen und gerade jene, die jetzt zu dieser späten Stunde vor allem auch noch vor den Monitoren sitzen, die möchte ich ganz besonders begrüßen, weil ich glaube, dass da viele dabei sind, die von Long-Covid und ME/CFS, worüber wir hier diskutieren, auch direkt betroffen sind. Wir diskutieren über diese Krankheitsbilder jetzt zum vierten Mal in dieser Legislatur hier im Plenum. Und ich möchte betonen, wir sind uns dabei fraktionsübergreifend alle einig, dass wir vor allem drei Ziele verfolgen und wirklich voranbringen müssen. Erstens müssen wir die Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten für Betroffene ausweiten. Zweitens müssen wir die Forschung fördern und vorantreiben, und zwar die Forschung
an den betroffenen Zahlen und Gruppen selbst, die Forschung an Medikamenten, die Forschung an wirksamen Therapien und ja auch die Forschung zu den Versorgungsstrukturen. Und drittens braucht es mehr Bekanntheit dieser Krankheitsbilder. Es braucht ein genaueres Verständnis in der Ärzteschaft und auch in der Gesellschaft zu Long-Covid und ME/CFS. Und speziell zu diesem letzten Punkt möchte ich Ihnen auch, liebe Betroffene, sagen, seit 1969 ist ME/CFS als Krankheit bekannt und anerkannt. Aber durch fehlende Bekanntheit gab und gibt es immer noch viele, viele Fehldiagnosen. Es ist bitter, dass seit Corona wir davon ausgehen, dass sich die Zahl der Betroffenen in Deutschland in etwa verdoppelt hat. Aber das hat auch zu einer sehr viel höheren Bekanntheit dieser Krankheit geführt. Und Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Unionsfraktion von Nadine Schön? Nein, danke, gerade nicht. Wir als Parlament, wir unterstützen das Bekannterwerden auch mit unseren Debatten mit unseren Pressestatements. Aber ich muss Ihnen, liebe Betroffene, sagen, vor allem ist es auch Ihr Verdienst, dass in den letzten anderthalb Jahren hier wirklich viel Aufklärung und viel geleistet wurde, was auch zu einem mehr Verständnis beigetragen hat. Wir wissen, die Verbesserung der Versorgung ist dringend nötig. Das hatte ich schon gesagt. Einige wichtige Schritte haben wir hier auch schon vollzogen. Wir haben den GBA verpflichtet, Versorgungsstrukturen zu schaffen. Und wir müssen das begleiten. Wir müssen Kapazitäten schaffen, an allen Universitätskliniken das Know-how auch bündeln. Und wir müssen auch gezielt gucken, wo Lücken sind. Deshalb werden wir uns im parlamentarischen Verfahren der Haushaltsberatungen auch dafür stark machen, dass auch Mittel in die Versorgungsforschung fließen aus dem Haushalt. Ich möchte aber, dass wir auch nicht kleinreden, was in der Forschung schon passiert. In den letzten zwei Jahren haben wir als Staat allein 33 Millionen hier investiert. Und über 70 staatlich geförderte Forschungsvorhaben auch auf den Weg gebracht. Uns als Ampel ist es ganz besonders wichtig, dass wir vor allem auch die nationale klinische Studiengruppe rund um Professor Scheibenbogen wirklich sichern und weiter unterstützen. Denn hier entsteht ein Forschungsnetzwerk, wie wir es im Koalitionsvertrag als Ziel auch verankert haben. Und da müssen wir dran arbeiten. Liebe Kolleginnen, die Anträge von der Union, die hier heute zur Abstimmung stehen, die sind aus unserer Sicht nicht erfolgversprechend, wenn es darum geht, die von mir beschriebenen Ziele wirklich zu erreichen. Dass wir als Parlament aber wirklich konstruktiv und fraktionsübergreifend etwas bewegen können, es wurde schon gesagt, das hat sich gezeigt, als wir die Petition gestern von Daniel Loy wirklich geschlossen überwiesen haben an die Regierung. Das war ein großer Schritt für die Betroffenen und ein starker Auftrag von uns an die Bundesregierung, bei diesem Thema wirklich spürbar etwas weiter voranzutreiben. Vielen Dank und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit an diesen Themen. Für eine Kurzintervention erhält das Wort Nadine Schön. Herr liebe Kollegin Heidmann, schade, dass Sie die Zwischenfrage nicht zugelassen haben. Sie sind jetzt die dritte Rednerin der Koalitionsfraktionen. Alle Fraktionen haben besprochen. Und ich bin mit sehr viel Erwartung in diese Debatte gegangen. Sie haben viele Absichtserklärungen in den Raum gestellt, was Sie alles machen wollen, flächendeckende Versorgung. Alle sollen informiert sein, die Forschung soll gestärkt werden. Ich frage Sie ganz konkret, der Bundeshaushalt liegt jetzt vor. Wo sind die konkreten Ansatzpunkte in diesem Bundeshaushalt, um die von Ihnen genannten Ziele zu erreichen? Bisher haben wir 33 Millionen, das haben Sie angesprochen. Sind Sie der Meinung, dass das ausreichend ist? Und sind Sie mit mir der Meinung, dass es dringend notwendig gewesen wäre, schon in diesem Haushalt seitens der Regierung die entsprechenden Summen zu verankern, damit sowohl in der Versorgung wie auch in der Forschung im nächsten halben Jahr vorbereitende Maßnahmen getroffen werden können und dann, wenn das Geld vom Parlament verabschiedet ist, direkt losgelegt werden kann?
Selbst wenn Sie jetzt im parlamentarischen Verfahren etwas einstellen, ist es Ende des Jahres, bis es überhaupt Summen im Raum stehen. Und wir verlieren, die ganzen Patienten in unserem Land verlieren definitiv noch mal ein halbes Jahr, die ihnen fehlt bei der Forschung und bei der Versorgung. Können Sie antworten? Liebe Kollegin Schön, ich finde es etwas befremdlich, dass Sie hier uns vorwerfen, es würde noch nichts passieren. Ich habe in meiner Rede erläutert, dass wir verschiedene Schritte schon eingeleitet haben. Und auch in Bezug auf den Haushalt habe ich darauf verwiesen, dass in den letzten beiden Haushalten, also auch in dem Haushalt, der derzeit noch Gültigkeit hat für das Jahr 2023, Gelder für Forschung auch eingestellt sind, die auch kontinuierlich derzeit abgerufen und verwendet werden. Mit denen wird geforscht und diese Forschung kommt auch voran, wie man vor allem hier an der Charité auch beobachten kann. Und wir setzen uns dafür ein, dass diese Forschung auch gesichert wird und dass sie weitergehen kann. Und das tun wir in den Haushaltsverhandlungen. Da können Sie sich drauf verlassen. Das habe ich auch hier erläutert. Jetzt erhält das Wort für die Fraktion Die Linke Katrin Vogler. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der aktuelle Haushaltsplanentwurf der Bundesregierung ist ein Budget der Grausamkeiten. Außer bei der Bundeswehr wird überall gekürzt und am härtesten bei der Gesundheit. Minister Lauterbach soll über ein Drittel seines Budgets verlieren und landet damit in etwa auf dem Niveau von 2011. Am Mittwoch war der Minister endlich mal wieder im Gesundheitsausschuss. Und als ich ihn gefragt habe, wie er denn damit die riesigen Herausforderungen meistern will, hat er gemeint, die Pandemie sei ja jetzt vorbei und da bräuchte man eben nicht mehr so viel Geld. Schade, dass der Minister am Dienstag nicht bei der Protestaktion der Initiative Nicht genesen auf der Reichstagswiese war. Denn da wäre er daran erinnert worden, dass die Pandemie noch längst nicht für alle vorbei ist. Mindestens 1 Million Männer, Frauen und Kinder leiden aktuell unter Corona-Spätfolgen wie Long-Covid, einer Krankheit mit vielen verschiedenen Symptomen wie Schmerzen, allgemeiner Schwäche und fehlender Belastbarkeit. Viele sind deswegen erwerbsunfähig oder sogar dauernd bettlägerig. Kinder können nicht zur Schule gehen und Eltern ihre Kinder nicht betreuen. Diese Folgeerscheinungen der Infektion mit dem Coronavirus erinnern in vielem an die schon lange bekannte Krankheit MECFS mit etwa 250.000, 300.000 Erkrankten. Und im Januar hat Karl Lauterbach riesige Hoffnungen geweckt. Er kündigte an, dass sein Ministerium 100 Millionen Euro für die Erforschung von Long-Covid zur Verfügung stellen werde. Für normale Menschen klingt das wie wahnsinnig viel Geld, aber wenn man weiß, dass genau dieses Ministerium gerade abgelaufene Schutzmasken im Wert von 400 Millionen Euro auf die Steuerzahlerkosten verbrennen lässt, dann sieht man doch die Prioritäten. Und als ich nachgefragt habe, wo er diese 100 Millionen denn in seinem Haushaltsplanentwurf versteckt, da war der Minister plötzlich ungewöhnlich wortkarg. Daraus kann ich nur den Schluss ziehen, dass es keine 100 Millionen, keine 50 Millionen, vielleicht nicht mal 20 Millionen im nächsten Haushalt geben wird. Nicht für Long-Covid, nicht für MECFS. Und das ist eine Schande für uns, für dieses Haus und für unser ganzes Land. Die Linke wird dafür kämpfen, dass es nicht so bleibt. Den Anträgen der Union stimmen wir zu. Das Wort erhält Lars Lindemann für die FDP-Fraktion. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist schon darauf hingewiesen worden, es gibt bei dem Thema MECFS, in diesem Haus große Übereinstimmung. Auch wir bedauern, dass wir es nicht geschafft haben, an diesem Punkt etwas fraktionsübergreifend zu machen. Dennoch, liebe Union, fühlen wir uns von Ihnen als Opposition qualifiziert begleitet mit Ihren Anträgen. Sie fordern mehr von dem, was wir schon tun. Wir meinen, dass wir gute Gründe haben, das so zu tun, wie wir das im Moment machen.
Die Forschungsförderung im Haushalt von Frau Stark-Watzinger, da sind die Life-Science-Ansätze heruntergefahren worden. Da haben Sie recht, aber es gibt Umschichtung innerhalb dieses Haushalts und da liegt die Projektfibel noch nicht vor. Und deswegen werden wir da noch nachsteuern in diesem Haushalt. Es gibt also guten Grund, das, was die Kollegin Heidmann gesagt hat, die Projekte, die in Deutschland schon auf dem Weg sind, jetzt zu koordinieren, ein Stück weit dafür zu sorgen, dass das Wissen, was dort entsteht, was wir ja noch brauchen, wir haben noch keine Therapieansätze in der Breite, wie es notwendig ist, in die Breite kommt. Und deswegen gibt es in der Koalition die Vorstellung, dass man all diese Koordinationsaufgaben beim Patientenbeauftragten der Bundesregierung ansiedeln sollte. Und wir werden uns auch dort dafür einsetzen, dass er die personellen Mittel bekommt, diese Koordinationsaufgabe zu leisten. Und darum, liebe Union, danken wir Ihnen für Ihre Anträge. Sie sind nur nicht notwendig. All die Dinge sind auf dem Weg. Und diese Koalition wird bei diesem Thema entscheidende Schritte weiterkommen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und es folgt Sepp Müller für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Betroffene! Sie schauen heute zu und haben eine große Hoffnung. Eine Hoffnung, dass wir Ihnen als Deutscher Bundestag auch geben möchten. Eine Hoffnung, das mit dem Thema ME/CFS zu tun hat. Hoffnung auf Lösung dieses Problems, um Post-Covid, Long-Covid und Wack-Covid-Betroffene, aber auch PIMS-Betroffene eine Hilfe zuteilkommen lassen. Und dann kann man diese Debatte verfolgen und meinen, es wäre Parteipolitik. Nein, es ist demokratischer Konsens, dass wir in der Sache streiten. Und ich war positiv überrascht, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie wir in den ersten Debatten um den Weg gestritten haben, wie wir gemeinsam in Fachgesprächen, wie wir gemeinsam in Anhörungen auch um den Weg zum Ziel gerungen haben, wie es uns gelingt, mehr Mittel für die Forschung, für die Vernetzung und für die Hilfe von Menschen, die von ME/CFS, Long-, Post- und Wack-Covid betroffen sind. Es herrschte eine große Einigkeit. Und wenn wir heute die Debatte folgen, dann werden wir uns selbst diesem Anspruch nicht gerecht. Es gucken tausende Menschen zu, die Hoffnung in uns als Deutscher Bundestag setzen, die ihren Vater nicht mehr sehen können, weil er die Kraft hat, den kleinen Sohn nicht mehr hochzuheben, die die Großmutter nicht mehr erleben durften, weil sie verstorben ist im Dunkeln und kein Licht mehr reinlassen durfte. Und dann verfolgt man diese Debatte. Und ich nehme allen Kollegen, die in der Sache als Berichterstatter dafür zuständig waren, ab, dass sie tatsächlich miteinander gerungen haben um den besten Weg. Was ich uns aber wirklich bitte, als Parlament ins Stammbuch zu schreiben: Wir sind für diesen Deutschen Bundestag als Parlamentarier angetreten, um etwas zu verändern. Und wenn wir gemeinsam auf dem Weg sind und erkennen, dass wir einen Veränderungsbedarf haben, dann lassen Sie uns den Mut in die Hand nehmen, lassen Sie uns die Hoffnung nicht sterben, sondern lassen Sie uns heute den Antrag annehmen, der CDU-CSU-Bundestagsfraktion mehr Geld für ME/CFS auf den Weg zu bringen, mehr Forschungsmittel auf den Weg zu bringen und den Menschen nicht nur eine Hoffnung zu geben, sondern Perspektive in ihrer Krankheit. Es geht hier um Menschen und nicht um Parteipolitik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind wir diesen Menschen mehr als verantwortlich. Danke. Martina Stamm-Fiebig gibt ihre Rede zu Protokoll, und damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Forschung zu Long-Covid, ME/CFS und Postvax-Syndrom in Deutschland stärken. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 7477 den Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 5983 abzulehnen. Es liegt eine Erklärung nach § 31 der Geschäftsordnung vor. Wir kommen zur Abstimmung. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung?
Das ist die SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU, CSU und Die Linke. Und wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3b, Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel ME-CFS-Betroffenen sowie deren Angehörigen helfen für eine bessere Gesundheits- sowie Therapieversorgung, Aufklärung und Anerkennung. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19-6804 den Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 19-4886 abzulehnen. Auch hier liegt eine Erklärung nach § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Wir kommen wieder zur Abstimmung. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist die SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU, CSU und die AfD und Die Linke. Enthaltungen sehe ich keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Wir fahren fort in unserer Tagesordnung. Ich rufe